Im letzten Video haben wir mit Hilfe unserer Berechnung herausgefunden, dass ein Airbus A380, vorausgesetzt, er braucht eine Take-off-Geschwindigkeit von 280 Kilometern pro Stunde, und wir haben angenommen, dass jeder positive Wert in unserer Berechnung immer bedeutet in Richtung der Startbahn. Wenn dieser Airbus A380 also eine Take-off-Geschwindigkeit von 280 Kilometern pro Stunde benötigt und mit einer konstanten Beschleunigung von 1,0 Metern pro Sekunde pro Sekunde oder 1,0 Metern pro Quadratsekunde beschleunigt, dass er dann ungefähr, machen wir hier mal ein ungefähr hin, 78 Sekunden benötigt, um abzuheben. Und in diesem Video wollen wir beide berechnen, wie lang muss denn die Startbahn dafür sein, um diesem Airbus A380 überhaupt zu erlauben, 78 Sekunden lang mit einer Beschleunigung von 1,0 Metern pro Sekunde zu beschleunigen. Eine ziemlich wichtige Frage natürlich. Wenn du eine Startbahn baust, musst du natürlich wissen, wie lang muss diese Startbahn eigentlich sein, um einem Airbus A380 überhaupt zu ermöglichen, bis auf, 78 Metern pro Sekunde, bis auf 78 Meter pro Sekunde zu beschleunigen. 78 Meter pro Sekunde, haben wir hier umgerechnet, sind eigentlich 280 Kilometer pro Stunde. Das hier unten ist also nur umgerechnet der Wert hier oben, den wir gegeben hatten. Also wie lang muss denn so eine Startbahn eigentlich sein? Naja, gucken wir doch mal. Wir wissen, dass der Weg ein Vektor ist und dass der Weg sich berechnet eigentlich aus der Geschwindigkeit mal die Zeit. Also, wie lange bewege ich mich mit einer gewissen Geschwindigkeit in irgendeine Richtung, dann weiß ich auch insgesamt, wie weit habe ich mich denn in diese Richtung bewegt. Problem dabei ist eigentlich nur bei unserem Beispiel, dass unsere Geschwindigkeit sich während des ganzen Prozesses, also über die ganze Zeit hinweg, dass sich die Geschwindigkeit da durchgehend ändert. Nach einer Sekunde sind wir 1 Meter pro Sekunde schnell. Nach der zweiten Sekunde sind wir 2 Meter pro Sekunde schnell und so weiter. Wir beschleunigen also durchgehend mit 1 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, wir können nicht einfach Delta V durch Delta T rechnen, also die Veränderung mal T meine ich. Wir können nicht einfach die Änderung der Geschwindigkeit mal die Änderung der Zeit rechnen, weil sich unsere Geschwindigkeit die ganze Zeit ändert. Aber wir haben einen anderen großen Vorteil. Und zwar, dass unsere Beschleunigung konstant ist. Unsere Beschleunigung ist konstant. Und wenn unsere Beschleunigung konstant ist, wenn unsere Beschleunigung konstant ist und auch wirklich nur, wenn unsere Beschleunigung konstant ist, haben wir die Möglichkeit, statt mit der normalen Geschwindigkeit, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit zu rechnen. Also, ich mache mal einen Pfeil hier runter. Hier geht es weiter. Und wie gesagt, wirklich nur, da musst du wirklich darauf achten, dass das geht nur, wenn du eine konstante Geschwindigkeit, eine konstante Beschleunigung hast, dann darfst du mit der Durchschnittsgeschwindigkeit rechnen, V-Durchschnitt. Und diese Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen wir, indem wir unsere Endgeschwindigkeit nehmen, VE, E für Ende, und davon unsere Anfangsgeschwindigkeit abziehen. Und das Ganze dann durch 2 teilen. Wir nehmen also das arithmetische Mittel aus unserer Endgeschwindigkeit und unserer Anfangsgeschwindigkeit. Oder anders gesagt, wir nehmen den Durchschnitt von unseren beiden Geschwindigkeiten. Und dann gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Unsere Endgeschwindigkeit, haben wir hier oben ja schon berechnet, ist 78 Meter pro Sekunde. Wir sind nachher 78 Meter pro Sekunde schnell mit unserem Flugzeug. Und unsere Anfangsgeschwindigkeit ist wie groß gewesen? Naja, wir hatten ja angenommen, dass wir uns den kompletten Start des Flugzeugs ansehen, also vom Stillstand bis zum eigentlichen Abheben. Also ist er am Anfang 0 Meter pro Sekunde schnell, weil er ja stillsteht. Das Ganze rechnen wir dann durch 2. Das können wir noch im Kopf ausrechnen. 78 durch 2 sind 39 Meter pro Sekunde. So, wir wissen also, dass unser Weg, vorausgesetzt wir haben eine konstante Beschleunigung, dann ist unser Weg die Durchschnittsgeschwindigkeit mal der Unterschied an Zeit.
Also mal die vergangene Zeit, kann man auch sagen. Und wie gesagt, ich kann das nicht oft genug betonen, wirklich nur, wenn unsere Beschleunigung konstant ist, dann darfst du mit der Durchschnittsgeschwindigkeit rechnen. Und dann gucken wir doch gleich mal. Das meiste davon haben wir schon. 78 Sekunden brauchen wir, um bis auf 78 Meter pro Sekunde zu beschleunigen. Und unsere Durchschnittsgeschwindigkeit, haben wir eben gerade auch berechnet, ist 39 Meter pro Sekunde. Und warum das Ganze hier funktioniert, das kann ich dir auch nochmal in einem grafisch zeigen. Von unserer Bewegung hier, also von unserem Flugzeug, müsste, sollte am besten eine gerade Linie werden, zumindest einigermaßen. Zack. Machen wir mal ein Geschwindigkeitszeitdiagramm von unserem Flugzeug. Und das müsste dann ungefähr so aussehen. Unser Graph hier, das ist unsere Beschleunigung. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir bewegen uns, hier ist unsere Endgeschwindigkeit, also sind hier 78 Sekunden. Und der Weg, den wir eigentlich berechnen, ist im Endeffekt die ganze Fläche hier unter unserem Graphen. Also diese Dreiecksfläche hier. Und wenn wir statt unserer Endgeschwindigkeit hier oben 78 Metern pro Sekunde, nehmen wir den Durchschnitt, also in dem Fall genau die Hälfte. Und wir nehmen jetzt einfach nur die Fläche von diesem Rechteck hier drunter. Weil die Fläche von diesem Rechteck hier unter dieser fiktiven Linie genauso groß ist wie die Fläche des Dreiecks, die wir hier gezeigt haben. Ich gehe darauf nochmal näher ein in einem zukünftigen Video, nur dass du es schon mal gesehen hast, dass man es auch grafisch darstellen kann, um es dann zu verstehen. Also gucken wir nochmal, was kommt denn hier unten nun raus? Wie viel Weg benötigt denn unser Airbus A380, um abzuheben? Fragen wir am besten mal unseren Taschenrechner, der gute alte Windows-Taschenrechner. Wir haben 39 Meter pro Sekunde mal 78 Sekunden, die wir brauchen bis zum Abheben. Das macht 3042 und wir haben Meter pro Sekunde mal Sekunde, kürzen sich also die Sekunden raus, 3042 Meter. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, wenn du dir vorstellst, dass dieser Airbus 380 eine Strecke von mehr als 3000 Metern braucht, um abzuheben. Also mehr als 3 Kilometer braucht er mindestens zum Abzug. Wie gesagt, die Strecke würde ja eigentlich noch ein bisschen länger sein, damit bei Regen oder wenn es kalt ist, wenn Eis ist auf der Landebahn oder so, zumindest minimal, dass man dann auch eine etwas längere Strecke hätte und ein bisschen mehr Zeit zum Abheben.